In diesem Video möchte ich dir ein bisschen die Idee von Brüchen näher bringen. Also was ist denn eigentlich ein Bruch? Und es gibt viele Dinge, über die man bei Brüchen nachdenken kann, aber ich bringe dir erstmal wirklich nur so die Grundlagen bei. Also lass uns mal hier dieses grüne Viereck anschauen. Wir können ja sagen, dass dieses grüne Viereck hier, das ist ein Ganzes, weil es halt ein ganzes Viereck ist. Und was ich jetzt mache ist, ich teile dieses Viereck jetzt mal in vier gleich große Teile ein. Also ich teile das erstmal jetzt in zwei gleich große Teile. Ja, so ungefähr, das sieht ganz gut aus. Und jetzt mache ich das so auch nochmal. Ja, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Also habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 gleich große Teile. Ich habe es also in vier Teile aufgeteilt. Und was ich jetzt machen werde ist, ich suche mir eins von diesen Teilen aus und das male ich jetzt einfach mal rot aus zum Beispiel. Ich nehme mal das hier unten rechts. Also das hier suche ich mir jetzt aus. Und die Frage ist jetzt, wie viel ist dieses Teil vom Ganzen? Also nur das, was ich jetzt hier ausgemalt habe, wie viel stellt das denn eigentlich dar, wenn ich mir das ganze Viereck anschaue? Und naja, ich habe ja eben gesagt, das sind vier gleich große Teile. Also ist das hier einer von vier Teilen. Und das würde ich so schreiben. Eine 1 und dann ein Strich und darunter steht dann die 4. Das würde ich dann sagen, ist ein Viertel. Weil das hier ist ein Teil von insgesamt 1, 2, 3, 4 Teilen. Okay, lass uns mal das gleiche nochmal probieren hier drüben. An diesem rechteckig aussehenden Ding. Ich kann dir gar nicht sagen, was genau es sein soll. Irgendein Stab oder so. Also, wir sagen wieder, dass dieser ganze Stab hier, dieser ganze rosa Stab, das ist wieder ein Ganzes. Und um das Ganze interessant zu machen, lass uns mal nicht 4 nehmen, sondern diesmal teilen wir den in 8 auf. Und ich hätte gern wieder ein Achtel. Also, was mache ich? Ich will ja eins von 8 Teilen haben, also teile ich jetzt diesen ganzen Stab hier mal in 8 gleich große Teile auf. Also, ich teile den erstmal in 2 gleich große Teile auf. Und dann teile ich jedes von diesen Teilen in zwei gleich große Teile auf. Vielleicht so und hier vielleicht. Und dann teile ich jetzt jedes von diesen Teilen auch nochmal in zwei gleich große Teile auf. Also hier ein und hier ein und ja, hier so und hier ungefähr. Okay, ist natürlich nicht ganz perfekt. Ich habe das ja jetzt mit der Hand gezeichnet, aber es sind wahrscheinlich so ziemlich genau 8 gleich große Teile. Und jetzt mache ich wieder das Gleiche. Ich gucke, wie viele Teile möchte ich davon auswählen. Also 1 in dem Fall. Das heißt, ich male jetzt eins von diesen 8 Kästchen, male ich jetzt hier aus. Und das kann auch jedes Kästchen sein, das du dir aussuchst. Also es muss nicht das erste sein. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Also das ist jetzt hier eines von 8 Teilen von diesem ganzen Stab. Also es ist ein Achtel, würde man da zum Beispiel sagen. Okay. Das ist so, glaube ich, die Grundlage, die ich dir jetzt erstmal so zeigen wollte. Jetzt lasse ich dich auch noch mal ein bisschen selbst probieren. Ich habe hier unten noch was vorbereitet. Und zwar drei andere Figuren. Und jetzt kannst du dich mal probieren. Mach am besten gleich kurz Pause. Und versuch mal herauszubekommen, welcher Teil oder der wievielte Teil von dem Ganzen ist es jedes Mal. Also diese rote Fläche hier. Wie viel ist das vom ganzen rosa Viereck? Oder hier dieses Teil hier. Wie viel ist das vom ganzen blauen, ja, Kreis oder Kuchen? Und hier auch diese kleine Ecke hier unten von dem Dreieck. Wie viel ist das vom ganzen gelben Dreieck? Okay, mach am besten kurz Pause und probier dich mal einmal. Okay, gucken wir doch mal. Also, ich würde sagen, dieses rosa Viereck hier hat ja drei gleich große Teile. Sieht zumindest ziemlich gleich groß aus. Und daraus wurden wie viele Teile gewählt? Naja, genau eins. Und zwar das hier in der Mitte, dieses rote. Also ist das ein Drittel. Eins von drei Teilen. Okay, gehe ich mal zu dem Kuchen hier rüber. Erstmal zähle ich, wie viele Teile hat denn dieses Ganze. Also das ist hier einer, zwei, drei, vier, fünf. Also dieser Kreis wurde in fünf Teile geteilt. Und davon ist einer, nämlich der hier oben, der ist rot ausgemalt worden. Also das ist dann einer von fünf Teilen. Also ich könnte auch sagen, das hier ist sozusagen, das ist ein Fünftel
Das hier ist ein Fünftel vom ganzen Kuchen. Okay, jetzt kommt noch ein sehr interessanter Fall, und zwar dieses gelbe Dreieck hier. Du bist jetzt vielleicht verleitet zu sagen, naja, das sind vier Teile geteilt worden und davon ist einer ausgemalt in Rot, deswegen ist das hier, ups, falsche Farbe, deswegen müsste das ja ein Viertel sein. Aber vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig, weil das sind keine gleich großen Teile. Guck mal, bei den beiden zum Beispiel waren es immer gleich große Teile und hier, glaube ich, ist das sehr schnell ersichtlich, dass dieses Teil hier ist bei weitem nicht so groß wie der Teil von dem Dreieck hier zum Beispiel. Oder auch nicht so groß wie der Teil hier von dem Dreieck. Deswegen kannst du das hier leider nicht so leicht einteilen wie bei den anderen. Und du könntest hier nicht schreiben ein Viertel.